Willkommen erneut zurück zu Dragon Quest 8. Die Reise hat uns nach Argonia geführt diesmal. Wir sind auf der Suche nach einem Zauberspiegel und mit dessen Hilfe sollen wir die dunklen Ruinen durchqueren können, wo wir Duel Magus zuletzt gesehen haben. Natürlich wollen wir uns erstmal noch ein bisschen umsehen, das letzte Mal haben wir damit schon angefangen. Es sind nicht mehr viele Häuser, es sind glaube ich sogar nur noch die beiden dort. Und dann können wir eigentlich auch schon die Burg betreten. Dann setzen wir das Ganze doch auch in die Tat um, Leute. König Clavius ist ein ausgezeichneter Herrscher, unter seiner Führung muss Argonia einfach florieren. Aber es macht mir doch ein wenig Sorge zu denken, wie es wohl wird, wenn Prinz schamlos die Amtsgeschäfte übernimmt. Stellt euch nur vor, dass er für die Politik verantwortlich ist. Okay, das scheint wohl ein nicht besonders beliebter Typ zu sein. Das haben wir auch schon rausgefunden beim letzten Mal. Schepper Krach, wir machen uns auch nicht gerade beliebt, indem wir alles zerhauen wie immer, aber okay. Gut, zwei Häuser, Leute. Offscreen habe ich noch Fotos geschossen. Ein bisschen die Fotoquest weitergemacht. Irgendwann gebe ich die mal ab, aber das hat noch Zeit. Und Morris Quest werde ich auch noch ein bisschen vor mir herschieben, keine Sorge. Ich will noch das mit den dunklen Ruinen machen und dann, glaube ich, wird es mal Zeit, dass wir uns um solche Dinge kümmern. Dann wird mal wieder die Fotoquest abgegeben und dann kümmern wir uns auch um Mori. So habe ich mir das jedenfalls gedacht. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Sehen wir mal, was dabei herauskommt. Ach, die Häuser hier sind wirklich schön. Mir gefällt das auch. Eine schöne Detailliebe. Na, und hier, was haben wir da? Oh, ein Turban. Naja, habe ich zwar schon gecraftet, aber ist doch ganz nett. Ach doch, ein alter Mann ist hier. Voll übersehen. Ich bin gar nicht da. Hier in Argonia gibt es ein althergebrachtes Ritual, mit dem der Prinz beweisen muss, dass er fähig ist, als Nachfolger seines Vaters das Königreich zu regieren. Dazu muss er ein seltenes Ungeheuer, eine Argon-Echse, bezwingen und als Beweis dessen Juwel vorlegen. Wenn es ihm gelingt, wird er als Thronerbe anerkannt. Es ist sozusagen eine Art Reifeprüfung. Mhm. Das ist es also. Davor drückt sich ja dieser Prinz, das haben wir auch in Erfahrung gebracht. Tja. Mal sehen, bestimmt müssen wir da irgendwie Überzeugungsarbeit leisten. Oder irgendetwas ähnliches. Huch, hier sind auch noch einige Leute. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil ich nicht will, dass man mich hört. Aber die Zukunft bereitet mir mehr als nur ein wenig Kopfzerbrechen, wenn ich daran denke, dass Prinz Charmels dann das Land regiert. Ich meine, so wie er aussieht, ist es schwer zu glauben, dass er König Clavius Sohn ist. Clavius ist so ein vornehmer und gut aussehender Mann, während Charmels nun ja praktisch völlig schamlos ist. Und ging es nur ums Aussehen, ja, das ist ja auch nicht weiter schlimm, aber das ist ja längst nicht alles. Oh Mann, ey, dieser ganze Klatsch und Tratsch von den Leuten wieder. Was haben wir da? Jedes Mal, wenn mein Mann den Mund aufmacht, zieht er über Prinz Charmels her. Ich kann's ihm ja eigentlich nicht verdenken, aber trotzdem. Also, ich bin ja mal wirklich gespannt, was das für ein Typ sein soll. Der wirklich so schlimm ist. Vielleicht ist das auch alles nur Gerüchteküche. Machen wir uns selbst ein Bild, Leute. So muss man das machen, ja. Nicht immer nur hören, was andere sagen. Ein Haarband, okay. Naja, nichts Außergewöhnliches. Ja, loot-technisch könnte es etwas besser sein. Aber Mini-Medaillen-technisch stehen wir hervorragend da. Ganz hervorragend. Na, dann gehen wir doch wieder. Wo war die Tür nochmal? Ach, da. Ups. Ja, ne? Nicht verlaufen, Hilfe. Ich habe mich im Haus verlaufen, ich komme nicht mehr raus. Das wäre ein bisschen schlecht, okay. Mit dir habe ich noch nicht geplappert. Es ist kaum zu glauben. Prinz Charmels ist anscheinend schon seit seiner Geburt verlobt. Und zwar mit der Prinzessin eines Landes, das Trodane heißt und auf der anderen Seite des Meeres liegt. Man erzählt sich, sie sei eine echte Schönheit. Tja, aber kein Kontakt mehr, ha? Prinz Schamlos hat anscheinend mal wieder versucht, nach Baccarat abzuhauen. Das macht er immer, wenn ihm die Dinge über den Kopf wachsen. Geht immer spielen, als wäre es irgendein dahergelaufener Ganove und kein Prinz. Oh je, das auch noch.
Oh Mann, okay, hier waren wir schon beim Kramladen. Dann würde ich sagen, wird es doch wirklich mal Zeit, dass wir hier hochgehen. Ach so, das ist die Kirche, aber waren wir auch noch nicht drin. Stimmt, dann ist das sozusagen das letzte Gebäude vorm Schloss. Bevor wir also das Schloss besuchen, werfen wir auch hier noch einen Blick hinein. Dann haben wir auch wirklich alles gesehen. Ja, sieht halt aus wie eine normale Kirche wieder, ne? Nichts Außergewöhnliches. Aber okay. Offenbar hat Prinz Charmlos Angst vor Echsen und versucht, sich vor der Initiation zu drücken. Was für ein Trauerspiel. Mit dem Waschlappen von einem Prinzen und Lorenzo, dem Taugenichts von einem Kanzlersohn, geht dieses Land langsam wirklich vor die Hunde. Habt ihr gewusst, dass König Clavius einen älteren Bruder namens El Trio hatte? Tja, der hat anscheinend seinen Titel und alles aufgegeben und ist aus Argonia fortgegangen. Ich weiß aber nicht, warum. Auch interessant. Bestimmt wieder irgendein Detail, auf das wir später nochmal zurückkommen werden, oder? In der Geschichte, da wette ich doch was. Bestimmt ist das noch wichtig, in irgendeiner Art und Weise. Ich konnte bisher noch nicht in die Burg gelangen, weil Prinz Charmlos ein so fürchterliches Zinnober gemacht hat. Aber jetzt bin ich doch endlich reingekommen und hat mir die Genehmigung erteilt, meinen Laden für die Dauer des Bazars hier zu öffnen. Hier ist auch noch was? Ach du meine Güte. War das ja doch noch nicht das letzte Gebäude mit der Kirche. Mensch, was erzähle ich denn? Schrecklich. Okay, dann betreten wir eben dieses Gebäude auch noch. Jetzt haben wir aber wirklich langsam alles durch. Unfassbar. Dieses Gebäude wird für große Veranstaltungen genutzt, aber in letzter Zeit ist hier nicht mehr viel los. Gab es hier mal zwei Kirchen? Sieht schon so aus. Also ich würde sagen, das war mal eine zweite Kirche. Ja. Gehen wir mal hier rein. Was ist denn dahinter? Schick. Schönes Sofa hier. Bequem. Gleich mal hinlegen. Oh, ein Lederumhang. Und hier könnte man spielen, theoretisch. Aber das bleibt uns natürlich verwehrt. Wir können das nicht. Oh. Wäre doch witzig gewesen. Habt ihr von dem Ödland jenseits des Meeres im Nordwesten gehört? Dort wohnt niemand. Es heißt, der Schrein in seiner Mitte berge die finsteren Kräfte der Welt. Diesen Ort suchen die Menschen offenbar schon seit langer Zeit auf, um dunkle Riten zu vollziehen. Jedenfalls solche, die derartigen Dingen zugeneigt sind. Okay. Ja, was auch immer du im Meeres da macht. Ich denke immer noch, dass das Zepter eigentlich das Problem ist. Ich glaube, du im Meeres an sich ist zwar schon böse. Oh, hier haben wir auch einen Goldschleim. Sehr gut. Moment. Ich denke, Duel Magus an sich ist zwar auch natürlich böse, klar. Na, das klappt so nicht. Naja, das reicht ihnen so absolut nicht. Das ist immer ein bisschen blöd hier. Ah, doch, jetzt kann ich zoomen. Jetzt sollte das klappen. Ich denke, das Zepter ist bei ihm... Ich glaube, das Zepter ist noch mächtiger. Und macht ihn ganz gar wahnsinnig praktisch. Auch wenn er vorher sicherlich noch keine tollen Ansichten hatte. Aber vielleicht war er davor nur ein einfacher Verbrecher, könnte ich mir vorstellen, der halt schon recht talentiert in der Magie war. Schätze ich mal. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das Zepter beinhaltet noch was oder so. Das wäre jetzt auch typisch Dragon Quest ja eigentlich fast wieder, oder? Naja, sehen wir mal. Ist nur so eine Vermutung, die ich da habe. So, dann gehen wir doch mal hier entlang. Können wir da auch einfach rein? Anscheinend schon, oder? Na? Ja. Da sind wir auch schon. Aha. Eine ziemlich prächtige Burg. Ich hab's gerade erst gehört, aber offenbar besteht eine Art Vereinbarung zwischen Trudaine und Argonia. Das heißt, wenn im einen Königreich ein Mädchen und im anderen ein Junge geboren wird, müssen die beiden heiraten. Die Vereinbarung ist schon vor langer Zeit getroffen worden. Also erfüllen Prinz Charmels und Prinzessin Medea einen Schwur ihrer Großeltern. Wie es wohl ist, jemanden von Geburt an versprochen zu sein, meint ihr, sie seien glücklich darüber? Wohl eher nicht, ha? Das ist zumindest überaus unwahrscheinlich.
Ich arbeite hier als Magd, aber neulich habe ich den ganzen Tag damit vertan, Prinz Charmels zu suchen. Erst hielt ich es für Zeitverschwendung, nach ihm zu suchen. Ich dachte, er wäre schon längst fort. Aber dann war er doch die ganze Zeit in der Burg gewesen. Oh je. Man weiß also nie, was der so alles treibt, ha? Könnt ihr euch vorstellen, dass die Prinz Schamlos schließlich ausgerechnet einen Fass versteckt gefunden haben? Er muss tapferer sein, als wir alle dachten, wenn er so viele Tage in derart beengten Verhältnissen verbracht hat. Tja, wenn das eine Stärke ist, ich weiß ja nicht, sich in ein Fass zu verstecken. Oh, Steinsalz. Sehr gut für Alchemie wieder. Nehme ich gerne an mich. Und wir sehen uns noch ein bisschen genauer um. Aha. Werden Übungen gemacht und so. Habt ihr schon gehört? Anscheinend hatte Prinz Schamlos solche Angst vor den Initiationsritus, dass er sich im Fass versteckt hatte. Ist das nicht albern? Ich wette, wenn die Prinzessin von Trodane davon Wind bekäme, würde sie die Hochzeit absagen. Ach ja, das soll eigentlich geheim bleiben, also erzählt es nicht weiter, ja? Kennen die denn überhaupt? Das frage ich mich auch, ob der König praktisch von Trodane, wirklich König Crote, ihn überhaupt kennt, den Typen da. Tatsächlich ist neulich ein ziemlich seltsamer Hofnarr der Burg aufgetaucht. Er ist sozusagen aus dem Nichts erschienen. Eigentlich hat ihn niemand groß beachtet bei all der Aufregung um Prinz Schamlos damals. Aber es ist ziemlich wichtig, dass er da war, oder? Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit der Burg zu sorgen. Darum habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich nicht wachsamer war. Magus war also schon da mal? Ich kann es nicht glauben, dass mir dieser Taugenichts von einem Hofnarr durch die Finger geschlüpft ist. Ich habe das Gefühl, dieser Schnitzer wird mir noch lange leid tun. Na, beim nächsten Mal wird er mir nicht mehr wieder durch die Lappen gehen. Nicht, dass ich gesteigerten Wert auf ein Wiedersehen mit ihm legen würde. Beim letzten Mal dachte ich schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Okay, was hat Duel Magus denn dann hier gesucht? Das ist nämlich eine Information, die hatten wir bisher noch nicht. Naja, wie auch immer, Leute. Machen wir mal weiter. Was haben wir denn hier nochmal, hä? Ein Zauberspiegel? Nein, so etwas habe ich noch nie gehört. Wenn ihr etwas über Magie wissen wollt, solltet ihr die königlichen Magier fragen. Die wissen vermutlich, wovon ihr redet. Mhm. Die königlichen Magier, stimmt. Das war ja auch noch ein Detail hier in dieser Burg. Das sollten wir uns auch nochmal ansehen. Es hieß ja, die hätten hier einige Magier angestellt. Also echt groß hier. Richtig groß. Sehen wir uns doch mal da drüben um. König Clavius Thronsaal ist gleich dort drinnen. Legt ein geziemtes Verhalten an den Tag und tut nichts, was seine Hoheit stören könnte. Dann betreten wir das Ganze doch mal. Oh. Aber relativ leer dafür auch. Es ist zwar schön groß, aber... naja. Viel leerer Raum. So, lesen wir erstmal Bücher. Es ist ein Buch mit dem Titel Lauter schicke Sachen für Lakaien. Ja, als gemeiner Handlanger hat man es schwer. Das Leben am unteren Ende der Nahrungskette zehrt an Körper und Seele. Was ihr braucht, ist eine Handlangerhaube. Diese modische Kopfbedeckung soll aus den Kopftüchern der Piraten hervorgegangen sein. Und sieht nicht nur toll aus, sondern stärkt ihren Träger auch auf mysteriöse Weise. Die Anfertigung ist kinderleicht. Man nehme ein einfaches Kopftuch, färbe es mit frischer Koralle und schmücke es mit einer Tätowierung für harte Kerle. Setzt eure Schöpfung auf, spürt die Freiheit der See, die Wucht der Wellen und den Nervenkitzel, der Routine eines Deckschruppers bei allem, was ihr tut oder notgedrungen tun müsst. Ja, leider auch schon etwas, was ich weiß. Oh Mann, ich tob mich zu sehr aus, oder? Es ist ein Buch mit dem Titel Gewand in jedem Alter. Viele Gegenstände, die zur Verbesserung der Flinkheit dienen, nutzen den Flinkheitsring als Hauptbestandteil. So zum Beispiel das Merkurt-Kopftuch. Es wird gemacht, indem man etwas, was den Kopf schützt, mit einem Flinkheitsring zusammenbringt. Verdammt, das weiß ich auch schon. Mann, das gibt's doch nicht. Es ist ein Buch mit dem Titel Wahre Geschichten, wahrlich furchterregender Begebenheiten. Die folgende Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Ich habe sie erst neulich von der Freundin meiner Schwester gehört. Diese ging vor etwa einem Monat in ein Waldstück im Osten auf Pilzsuche. Auf dem Rückweg fiel ihr auf, dass etwas nicht stimmte. Die Vögel begannen von den Bäumen zu fallen, Kaninchen und Rehkitze wandten sich in Qualen auf dem Boden und allen trat Schaum vor den Mund. Üblicherweise ist der Wald ein Ort des Friedens, aber an diesem Tag war die Hölle auf Erden. Welche finstere Macht mochte bloß hinter diesen Teufeleien stecken? In diesem Moment hörte sie das Lied. Eine schauerliche, grauenvolle Stimme, wie sie noch nie zuvor gehört hatte, drang aus den Erdlöchern.
Kurz darauf wurde es finster um sie und sie fiel in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, lag sie in ihrem eigenen Bett. Ein Jäger hatte sie bewusstlos aufgefunden und sie zurück in ihr Dorf gebracht. Ihr läuft immer noch jedes Mal ein kalter Schauer über den Rücken, wenn sie an diesen Tag zurückdenkt. Und das Schlimmste ist, dass sie den Text des Liedes einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Chips weg, Chips weg, okay. Was ist das denn bitteschön für ein Lied? Toller Text, ey. Der Schreiber des Lieds war ungefähr so gut wie Bibi, toll, klasse. Sein Logbuch mit dem Titel Observationsprotokoll Prinz Charmels. 23. März. Der Prinz wurde heute Morgen gefasst. Er war aus seinem Raum entkommen, indem er die Vorhänge als Seil verwendete. Zweifellos hat er beabsichtigt, das Casino in Baccarat aufzusuchen. Der Prinz zeigt keinerlei Anzeichen von Reue. 4. Juni. Der Prinz wurde heute Nachmittag gefasst. Er hatte sich in einem Fass versteckt. Offenbar wollte er sich aus der Stadt schleichen. Er hatte sogar ein Fass eigens unten mit Löchern versehen, um sich bewegen zu können, wenn gerade niemand hinschaute. Wenn er will, kann sich der Prinz als überraschend findig erweisen. Nun gut, nach den paar Geschichten wird es Zeit, wieder mit ein paar Leuten zu quatschen, oder? Es kommen sehr viele Leute auf die Burg, um sich Genehmigungen für den diesjährigen Basar zu holen. Anscheinend gibt es in diesem Jahr noch mehr Stände als sonst. Ich kann es kaum erwarten, dass es auf dem Marktplatz wieder von zufriedenen Käufern wimmelt. Ja, da haben ja auch schon ein paar Leute angetroffen, die wegen dem Basar hier sind. Wie können wir dem Prinzen versprechen, dass er beim Initiationsritus in Sicherheit ist, wenn wir ihm keine Soldaten zum Schutz mitgeben können? Es geht einfach nicht, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Oh, Soldaten, hä? Damit können wir dienen. Your Majesty, are you feeling poorly? Did those travelers cause you some trouble? No, I'm fine. One of them reminded me of someone, but I must be mistaken. Erinnerungen? Interessant. Was dieser Kommentar auch zu bedeuten hat. Der König macht sich große Sorgen, weil Prinz Charmels sich weigert, das Initiationsritual zu absolvieren. Seine Majestät erwägt sogar, ihn von einer Wache begleiten zu lassen. Aber damit würde er kaum beweisen, dass er fähig ist, seinem Vater auf den Thron zu folgen. Wenn überhaupt, dann beweist das höchstens das Gegenteil. Ach, um er kommt. Es könnte natürlich sein, dass die mal Schloss Tulane besucht haben. Ich meine, mit der Wache, als Wache damals, mit dem Helm und so, kann das schon sein, dass es nicht ganz so auffällt, aber dass er nur eine kurze Erinnerung vielleicht ans Gesicht hat oder so. Wäre möglich. The Magic Mirror. But it's a precious royal heirloom. Why on earth do you require it? Explain yourself. I understand. However, as I have said, the Magic Mirror is a treasure of the royal family. I cannot simply give it to you. Honor it, I know. C'est la vie, I suppose. It was a lot to ask. So now what? How are we going to avenge my brother's death without that mirror? If what you say is true, you must have survived a great many ordeals on your travels. That means your fighting skills must be on a par with those of my soldiers. But, Your Majesty, you can't possibly plan to use those travelers instead of royal guardsmen. Well surmised, Chancellor. Listen to me carefully. I rule with a fair hand, but I cannot grant every request that is made of me. However, if the royal family owes someone a debt of gratitude, I consider it my duty to fulfill it. You need the magic mirror. Then accept my request. If you complete the task I set forth for you, you may have the mirror. Summon the prince! At once, Your Majesty. The request concerns my son, Prince Charmels. To become king of Argonia, one must undertake a special initiation ceremony. There is some risk to life and limb, and the prince
is unwilling to do it. As a father, the thought of putting my own son in danger pains me. But he must pass the initiation if he is to succeed me to the throne. It is the tradition of our kingdom. I was considering sending a detail of royal soldiers to protect him during the rite. So my request is this. You outsiders will accompany my son to the royal hunting ground. Naturally, this would remain completely confidential. It is vital that everyone believes my son passed the initiation on it. Your Majesty, Prince Charmels is... What is it this time? The prince has run off again. I'm extremely sorry, Your Majesty. This is all my fault. I'll bring Prince Charmels to Your Majesty as soon as we can find him. As your humble and faithful servant, I beg... You incompetent fool! Please pardon my outburst. But we cannot continue this discussion without my son. Na sowas, jetzt ist er natürlich wieder weg. Toll. Da meint man mal, man macht hier Fortschritt und dann passiert wieder sowas. Na großartig, irgendeine Idee vielleicht? Wenn Charmels nicht zu mir gebracht wird, kann der Initiationsritus nicht durchgeführt werden. Könnt ihr dem Burgpersonal helfen, ihn zu suchen? Ach, mein Sohn, immer macht er Scherereien. Vielleicht ist er wieder in einem Fass. Der Prinz ist vermutlich noch irgendwo in der Burg. Ich habe an allen Ausgängen Wachen positioniert, darum bezweifle ich, dass er entwischen konnte. Oh Mann, wo könnte dieser Typ denn sein? Irgendeine Idee? Ich habe den Prinzen fest an die Hand genommen, damit er nicht weglaufen konnte. Aber irgendwie hat er sich befreit und ist davongelaufen. Tja, dann hast du ihn nicht fest genug gehalten. Ganz einfach. Oh Mann. Hast du eine Idee? Ich habe gerade einen anderen Politiker vorbeilaufen sehen. Er sah blass aus. Was wohl mit ihm los war? Ha, Prinz Charmels ist wieder davongerannt. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft er das schon gemacht hat. Oh je. Gehen wir mal nach oben. Das erscheint mir am logischsten. Ich denke mal, er ist auch von dort gekommen, oder? Prinz Charmlos hat einen meiner Kollegen abgeschüttelt und ist zurück auf sein Zimmer gerannt. Ich fand es gleich so komisch, dass er so bereitwillig mitkam. Anscheinend hat er die ganze Zeit auf den richtigen Moment gewartet, um fortzulaufen. Mann, diesmal habe ich mir aber wirklich einen üblen Schnitzer geleistet. Ich war oben, warum konnte ich nicht schnell genug reagieren, als der Prinz wieder weglief? In seinem Zimmer war er nicht, also ist er vielleicht auf das Dach der ersten Etage gegangen und von dort in den Westflügel der Burg. Na, großartig. Ja, wir werden uns hier auf jeden Fall noch sorgfältig umsehen und diesen Prinzen hoffentlich wieder finden, aber das machen wir natürlich beim nächsten Mal. Mal sehen, ob wir den Zauberspiegel in die Finger bekommen und uns hier durchschlagen können. Oh Mann, dieser Typ, ne? Immer kommt irgendwas dazwischen. Unglaublich. Aber gut. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Dragon Quest 8.